Ja, ernsthaft, ob du den Gang bist. Dauern 10 Sekunden an, voll den Anstrengungen, Bruder. Hey, du musst aber mal fallen. Ich muss erst nochmal krank gehen, warte mal. Ja, na klar, auf jeden Fall. Ey, voll so viel Arbeit, ich hab schon eine Schweißperle auf den Kopf, weißt du? Ja, na klar, genau so ein Ding ist das. Ja, super. Blablabla. Überlegen, bevor ich Nein sag. Nein. Blablabla. Jo, bis gleich. Blablabla. Oh. Ja, Knoten in der Zunge, Mann. Euer Kaffee war zu heiß gerade. Blablabla. Blablabla. Das hier kriegst du auch. Hallo, Dude. So, Dispatch ist abarbeitet, kann gelöscht werden. Nein. Junge, ihr Frängels. Was da hinten alles? Typ, ey. Machst du dir gerade was zu essen? Oi, 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 der Wichser, ey. Der Bit ist ausgenudelt. Geht anders da? Nein, ich nehme dann den vom Pferd. Den muss ich mir zwar dann zweimal ums Bein wickeln, aber ist okay. Wir haben ja lange Arbeitshosen. Aber wenn das Ding zu lang ist, ne, ich erinnere gerne an Long Dong Silver so, da haben die Frauen auch keinen Bock drauf. Long Dong Silver hatte ja so viel Hepatitis C, das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Ja. Oh Mann. Oh. Aber wenn ich so über Arsch und Titten hin und dann gibt's $300. Bitteschön. Ah. Ich krieg jetzt $300, Dankeschön, Joe. Aber die Karte muss den Pinel geben und bestätigen und da die Rechnung. Das ist die beste Rechnung überhaupt. Ja, bitteschön. So. Endlich habe ich eine Rechnung über Arsch und Titten. Ja. 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 Jetzt habe ich wenigstens meine Vergrößerung gesetzlich versteuert. Das ist doch auch mal schön. Ein bisschen schmutzig hier noch. Dann habe ich den raus. Lass einfach hier kurz ein Baumarkt-Schweißgerät holen, nur wir selber raus. Als ob das geht. Als ob ich mit dem Schweißgerät das beschissene Tor aufbekomme. Jeder Schloss hat irgendwann mal einen Schmelzpunkt. Dann ist der, nah am Tor geparkt, Bruder. Und dann hat er keinen T20 mehr. Dann hat er einen T20 GT für Garagentor. Oh, shut up, Alter. Muskeln. Na, Akkuschrauber, normal. Naja, frag ich mich, wie du abends am Racer ein Lenkrad festhalten willst. Markus Schrauber ist keine einfach Muskeln. Anhalten und zack. Ja, ja. Das Ding Schraub, hörst du an. Naja, macht. Wusch. Und die nächste Schraube. Wusch. 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 Meine Rechnung. Sag doch einfach, wenn du arm bist. Go, Alter, du wirst hiermit jetzt festgenommen.
Ich nehme meine Hände hoch. Schletter entfernen. Die geben ja, jetzt ganz vermögen. Das ist jetzt eine Raubüberfall. Jo, Alter. Gib mir dein Geld. Schneller her mit dem Geld, ey. Ey, das sieht eigentlich echt geil aus, wenn da so mehrere schwarze Autos stehen, ne? Auf Fall. Vielleicht sterben wir. So, Schub auf 100 und auf mit dem Esel. Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Wir sind das fucking A-Team, bitte. Nur nach Hause zu bringen? Ich bin nicht so fett, wie du denkst, mein Freund. Justiz kann ich zur Not auch gleich übernehmen mit Leo. Wir fahren gerade schon. Glaubst du wirklich, ich bin so fett, dass ich jetzt mit einem Flatbed nach Hause gefahren werden muss? Ja, dann mach ich dann den auch noch mit 12 Flatbeds. Also meine Frau und ich sind nicht so fett, dass wir mit 2 Flatbeds nach Hause gefahren werden müssen. Wir haben Taxis bestellt und kein Flatbed! Ich für Leitstelle. Das war gerade meine impulsive Art und Weise. Tut mir leid, bitte machen Sie in ruhigen Dienst weiter. Call him insane, hey, did this no one, okay, den Text kann ich auch nicht so richtig. Call me Mr. Wong, call him Mr. Wayne. Call him Mr. Wayne, call me Mr. Wrong, call him insane. I wanna want on, I want it now, I want you, call him Mr. Wayne. I know what I want, no, I want it now. Aber wenigstens gab's jetzt endlich mal die Flatbeds für euch. Nee, noch besser als Lift diese Tow-Trucks. Lift your hands and voices free, you might join us. You can feel it in the air. Oh, it's a passion. Ich vielleicht stelle, ja? Oh, you can feel it, yeah. Oh, it's a passion. Platz! In der Kopf mal mit, wir gucken mal, was für Autos haben. Jawohl, Meister. Gut, gut, wir gucken mal. Und dann links schaut. Links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Und Rührung, meine Damen und Herren. Links, 2, 3, 4. Vor der Tür steht ein Einbrecher mit verschlossener Tür. Links, 2, 3. Was, ein Einbrecher mit verschlossener Tür? Links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Vor der verschlossenen Tür steht. Nee, vor der verschlossenen Tür steht ein. Bier, dein Bier, Bier. Ja, dein kleiner Schwein, Schwester. Bei deiner kleinen Schwester kommt kein Rohr, kommt vor, scheiß auf, kommt vor. Schüsse, Tor. Dann schießen wir ins Tor. Mach ein Huf, Huf, Huf. Mach ein Schrauber. Mach den Helikopter 117. Mach den Huf, Huf, Huf. Mach den Schrauber. Mach den Helikopter 117. Hm. Meine Kleine, Rüben. Den muss ich noch fragen. Er holt mir die. Oh, Schatz. Du hast sogar deinen eigenen Butler. Der Butler hat einen Butler. Wir können gibt's jetzt wieder morgen und heute zu essen? Unsere Klamotten in den Schrank das gleiche rollen. Essen. Ich hab mega Bock auf. Ja. Nice, und dann könnt ihr uns umziehen. Das ist so toll. Ja, ich kann. Das Problem ist, wenn ihr gleich kommt mal bitte. Bidi. Richtig. Ja, hier Joe Black, Nummer gegen Kummer. Was kann man für so tun? Wagwan. Jemand ist gegen mich gelaufen und sagt, ich bin doof umgestanden. Oh Mann, ist unglaublich. Ja, ich ja. Gebe mir da mal einen Tipp. Gehen Sie einfach und lassen Sie einfach.